Die Retromobil in Paris ist seit vielen Jahren die erste wichtige Oldtimer-Messe in Europa und leitet im Februar die jeweilige Oldtimer-Saison ein. Hier trifft sich die internationale Oldtimer-Szene und hier lassen sich Markttendenzen und die wichtigen Trends erkennen. In drei großen Hallen präsentieren sich namhafte Händler aus ganz Europa und zahlreiche Sonderausstellungen. Natürlich überwogen bei den Sonderausstellungen die französischen Marken. Doch das kaufinteressierte Publikum konnte sich über eine sehr exklusive Auswahl an Fahrzeugen freuen. Schon nach wenigen Stunden fanden sich die ersten Verkaufsschilder an vielen Fahrzeugen. Fahrzeuge, die Geschichte schrieben, waren hoch im Kurs. Wie zum Beispiel der Ferrari 512M, Baujahr 1970, der 1971 als Vierter in der Gesamtwertung in Le Mans über die Ziellinie fuhr. Wie auch der Mercedes-Benz 300 SL aus einstigem Besitz von Paul Newman oder das Ferrari 250 Pininfarina Cabriolet Serie 1, das 1957 auf dem Frankfurter Automobilsalon ausgestellt wurde. Am Messestand von Kartik bei Mechatronic war der Krämer Porsche 935 zu sehen. Der einzige straßenzugelassene Porsche seiner Art. Die größte Augenweite an Sportwagen bot der Stand des Schweizer Oldtimer-Händlers Lukas Hüni. Hier wurden ganze 10 Ferrari 250 GT Short Wheelbase in einer Reihe präsentiert. Darunter auch der Ferrari 250 GTB Short Wheelbase mit einer Bertone Sonderkarosserie. Eine Spezialanfertigung von Nuccio Bertone. Auch 2018 beherrschten die Ferraris das Bild der Retromobil. Das Angebot reichte von Formel 1 Boliden über einige Ferrari Lusso Modelle, Ferrari 356 GTB Daytona und 275 GTB Modelle, bis hin zu extrem seltenen Exemplaren wie dem Ferrari 212 Export mit formschöner Vignale Karosserie. Neben den Ferraris waren es die Rennlegenden, die den Markt der Retromobil beherrschten, wie zum Beispiel der 1954er Maserati 250F, der einst vom Maserati-Werksrennfahrer Jean Perrin gesteuert wurde. Der rote Monoposti wurde am Stand von Fiskens gezeigt. Einige Meter weiter stand der 1958er BRM Typ 25, der einst von dem erfolgreichen schwedischen Rennfahrer Joachim Bonnier von BRM gefahren wurde. Auch die Formel 1 war am Stand vertreten. Der weiße Brabham BT49 von 1982 begeisterte sogar die jungen Besucher der Messe. Der 1963er Jaguar E-Type Lightweight zeigt eine ganz besondere Dachlinie auf. Die drei ursprünglichen Besitzer, drei Rennfahrer, die am Imperial College in London Maschinenbau studiert hatten, haben nach einigen Rennen das Fahrzeug umkonstruiert, um eine bessere Aerodynamik zu erreichen. Egon Zweimüller präsentierte unter anderem die legendären Porsche Carrera 6 von 1966. Am Stand von William I. Anson Ltd. stand der Lotus 16, mit dem einst Jim Clark etliche Rennen bestritt, und gleich daneben der Renault Alpine Prototyp A220 von 1968 mit ausgewiesener Renngeschichte. JD Classics stellte einen formschönen Fiat Supersonic Otto Vue zum Verkauf aus. Ein Trend, der sich über die letzten Jahre angekündigt hatte, nahm auch in diesem Jahr eine wichtige Position auf der Retromobil ein. Es waren sehr viele unrestauriert und original erhaltene Fahrzeuge zu sehen, vor allem aus der Vorkriegsära. Die unberührten Fahrzeuge waren ein Blickfang, obwohl der Lack Risse und Platze aufwies, Teile der Karosserie mit Flugrost befallen und das Interieur teilweise stark abgenutzt war, fanden die Fahrzeuge viele Bewunderer. Immerhin erzählten die Originale wie der Vincent oder auch die Renault-Urväter eine ganz besondere Geschichte. Natürlich fehlten auf der Messe auch die ganz exklusiven französischen Fahrzeuge nicht. Auch hier gab es einige ganz besondere Unikate zu bestaunen, wie zum Beispiel den Peugeot Dalmar Roadster. Ein ebenfalls seltenes Exemplar war der 1926er Peugeot 176 mit einer Sonderkarosserie von Charles Felbert. Natürlich beherrschten auch die Bugattis die Szene. Zu sehen waren Modelle aus den 30er Jahren bis hin zum Bugatti EB 110 in den 90er Jahren. Auch einige deutsche Händler waren in Paris vertreten, wie Axel Schütte, Arthur Bechtel, HK Engineering, Mechatronic, Kienle oder auch Brabus. Vorwiegend zeigten die deutschen Händler Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Zwar waren auf der Retromobil dieses Jahr auch viele Porsche-Modelle zu sehen, doch ihre Zahl hielt sich in Grenzen und die Preise waren tendenziell am Sinken.